Kleiner Pollack, hä? Oder hast du eine Pferdemakrele? Eine Bastardmakrele. Nee, du hast mal einen anderen Fisch gefangen. Das ist immer was Neues für dich, oder? Die gibt's hier auch ziemlich viel. Okay. Das ist ein Lippfisch, ne? Hierbei handelt es sich um den gefleckten Lippfisch. Der kann tatsächlich über 60 cm werden. Ja, so ungefähr musst du dir halt Bonito vorstellen, bloß eben 10-mal so schwer. Macht das schon Spaß. Ja. Aber ist auch ein schönes Exemplar, guck mal hier. 800-900 Gramm hat die schon. Ja. Ist die beschädigt? Müssen wir mitnehmen oder nicht? Nee. Ist ja nichts gut gehabt. Ja, nicht schlecht, läuft ja. Tschüss. Ja, klappt doch. Wie? Perfekt. Genau, der Castmaster zeigt mal gerade hin. Castmaster ist eigentlich so der Klassiker, den man zum Spinnfischen im Meer überhaupt braucht. Ich weiß nicht, ob man es beim Online-Schauen erkennen kann. Alles voller Perle, wie man hier sagt. Babyköhler. Ein wunderschöner sonniger Nachmittag. Das hier ist die Atlantik-Außenseite. Normalerweise krachen hier die Wellen an den Felsen. An dem Tag allerdings wie ein Ententeich. Aber wie so oft unter solchen Bedingungen, es beißt nicht viel. Mit der blöden Kamera angemacht. Im Sommer sind viele größere Köhler vor der Küste. Die sollte man im tieferen Wasser ab 50 Meter suchen. War auch nur so ein 2,5er, glaube ich. Oder noch kleiner. Oh, das ist nicht groß. Ja, da war wieder die Kante. Da hörst du ihn schon schreien. Also hast du gesehen, der ist jetzt auf schnellere Jig-Bewegung eingestiegen, ja? Ja, das geht dann schon ein bisschen Richtung Gymbude. Auf jeden Fall. Kann man sich das Training abends sparen. Da kommt er. Ui! Oh, ein kleiner, den nehme ich auch mit. Da freut sich die. Unser Au-pair-Mädchen. Ist das das erste Mal, Gaffs? Ja. Super. Prima. Da guckt der Fisch. Wie sagt er doch immer, idealer Küchenfisch, gell? Den musst du auch mitnehmen, weil der ist auch schon wieder vom Druck. Guck, hier drückt sich schon die Schwimmblase. Ja. So, jetzt bist du dran. Nicht an Zander denken. Okay. Du musst... Konzentriere dich die ersten Würfe oder die ersten Bewegungen erstmal drauf. Wie sich der Jig fühlt, wenn du ihn hochziehst, mach mal erstmal so lange Hochziehbewegungen, dass du spürst, wie sich der Jig bewegt. Ob du ihn vielleicht langsamer hochziehen musst oder schneller hochziehen musst. Dass er halt, dass du merkst, dass er schön einen flatternden Wasserwiderstand hat. Ja! Cool. Der ist aber sehr spät eingestiegen, vielleicht ist es ein Pollack. Wo ist das Gaff? Oh, hier liegt die. Ist die Bremse unverändert? Das scheint ja ein guter Fisch zu sein, oder? Oh, Makrele, guck mal hier. Ich würde schlecht einschätzen, wie groß der ist. Oh je. Die Niete. Willst du ihn ja freilassen oder nimmst du mit? Oh oh. Das hat sich erledigt. Das hat sich erledigt, ja. Leider erledigt. Sonst hätte ich gesagt, lass mal mitfahren. Falschen Fisch gefangen. Falschen Verdammt. Fisch. Größer hat er trotzdem. Ja. Höhe halten. So ein richtig professionelles. Ziemlich spät eingestiegen. Ein guter Fisch. Durchaus. Ja.
aber etwas komisch, was ist das denn? Ich habe hier noch falsch gehakt. Nee, jetzt kommt es. Hierfür ist auch eine schnelle Rolle extrem wichtig, dass du den erkriegst. Ah, da ist die Kante. Also der ist ein bisschen teurer, der Jig. Ich will einen kaufen, weil den gibt es erst ab 100 Gramm. Der scheint nicht gut zu sein. Darauf habe ich auch einen ganz dicken Fisch halt abgerissen. Draußen. Mit Jig. Ja, 4,5, 5 Angel. Ui. Upp, was verliert er denn da noch alles? Ja, der ist auch schon vorzeigefähig. Schön, ne? Sehr schön. Wie auch in einem meiner letzten Videos über das Jiggen beschrieben, sieht man hier sehr schön, wie die Assist-Hooks eingesaugt wurden. Am nächsten Tag hieß es wandern zu einem aussichtsreichen, aber schwer erreichbaren Spot. Nach Regenfällen sollte man Kuhwiesen besonders meiden. Am besten den Hirschpfaden folgen, die kennen sich aus. Ja, was haben wir denn da? Echte Pfifferlinge im Unterholz. Das gelobte Land. So sollte es jedenfalls sein. Wir standen auf einer Spitze, an der sich zwei Fjordarme teilen. Starke Strömung zieht hier vorbei, also eigentlich ideale Bedingungen. An diesem strömungsreichen Riff zum Tiefwasser sollte es doch mehr Forellen geben. Aber das ist dann doch eher ein Steinbeißer. Aber dann doch noch wieder einer der sicherlich schönen, aber eher kleinen Tangenpollacks. Ein Tangenpollack! Ja, die kämpfen eigentlich schon recht gut, die Pollacks. Ja, die Begeisterung entsprach der Größe der Fische, aber zumindest war es unterhaltsam. Yippie! Da ich auf der Suche nach Blattfischen bin. Weil hier soll es, zumindest im Fall insgesamt, wundern gehen. Okay. Und da kriegst du halt immer so rüttelnd über den Boden direkt und... Wie doch mit kleinen Gummis, ne? Genau. Dann kriegst du immer nur so lang und hoffst halt, dass er irgendwann einer einsteigt. Ja. Ganz am Anfang des Fjordes habe ich mal zumindest, den sieht ja ziemlich große Drange. Vielleicht auch eben einen kleinen Halbwut. Aber gibt's denn den Steinbutt? Gibt es den auch hier? Ja. So 100 Meter bezahlt. Ja, ja. Das lohnt sich nicht. Und ich habe immer wieder... Ich fisch seit 5 oder... Wir unterhalten uns hier über eine Schnur, die ich testweise in einem meiner letzten Videos aufgespult hatte, und die Tragkraft in der Praxis ist einfach unglaublich. Den Link dazu setze ich in die Beschreibung unter dem Video. Viele kleine Pollacks, egal was wir probierten. Aber der Biss war gut. Ja, die kleinen, nee, aber den anderen. Der Pollack hat zwar kein Mindestmaß in Norwegen, aber ich nehme auch hier nur Fische ab 50 cm mit. Westnorwegen ist ein ziemlich regenreiches Gebiet. Ich empfehle daher immer halbhohe Wanderstiefel, wasserdicht. Ja, und so ging der Tag ohne dicke Fische zu Ende, wie auch dieses Video.
Vielen Dank an Theresa, die Frau meines Guiding-Gastes, für die tollen Drohnenaufnahmen und das zusätzliche Footage. Wer mich hier in Westnorwegen besuchen will, der schreibt mir am besten eine E-Mail an die Adresse unter dem Video.